Guten Tag und herzlich willkommen zu Part 10 von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, ich habe jetzt den K-Level freigeschalten, off-cam. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich darin erwartet. Ich glaube, ich kenne den schon. Doch, ich müsste ihn auf jeden Fall kennen. Aber ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, ehrlich gesagt. Ja, ich denke, für dieses Ding behalten wir mal Diddy. Auch wenn Dixie hier wahrscheinlich die bessere Wahl wäre, bleibe ich mal bei Diddy. Einfach nur, um es ein bisschen schwerer zu machen. Okay. Der gesamte Level besteht also aus irgendwelchen Plattformen und Elektroschockern? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die Banane irgendwas bringt. Nein. Hätte ja sein können, dass irgendein Puzzleteil gespawnt wird oder so. Lieber da nochmal zurückgehen und besser nachschauen. So. Ich merke aber gerade, ich bin ein bisschen langsam. Ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas hier. Boah, und das wäre auch ziemlich schwierig ohne ohne Diddy oder Dixie. Und da ist das erste Puzzleteil. Wunderbar. Hier können wir einfach so rüberspringen. Ist gar kein Problem. Ja, ich warte immer gerne bei solchen Dingern, weil ich mir nie sicher bin, ob da vielleicht nicht doch noch ein Puzzleteil kommt, und das war knapp. War da links was? Jawohl. Boah. Das war jetzt auch ein bisschen Risiko. Das ist aber auch knapp bemessen, das Ding. Alles klar. Aber wir haben es geschafft. Mittlerweile 2 von 3, glaube ich. Und hier ist nur ein Ballon. Den kann ich jetzt nicht so gut gebrauchen. Ich glaube, ich habe schon maximale Anzahl an Leben. Was ist das denn? Okay, mit Diddy ist das alles ziemlich easy. Aber man stelle sich mal vor, man hätte hier keine Dixie und keinen Diddy. Das wäre schon ein bisschen schwieriger. Das hätte ich fast verkackt, aber ich glaube, das hätte man auch neu machen können. Also alles gut. Na komm, ich will die beiden Dinger. Das ist nur eine Münze, aber ist okay. Ah ja, okay. Bei solchen Dingern habe ich immer ein bisschen Schiss, dass... Oh ja. Boah, und was ist das für ein Scheiß? Da wird eigentlich zwingend Cranky benötigt, aber... Das ist mir jetzt mal egal gewesen. Hauptsache, ich muss den Level nicht nochmal machen. Nur für ein dämliches Puzzleteil. Ja, und wie soll man da dran kommen? Naja, egal. Wir haben sowieso alle. Jetzt halt noch zu sterben müsste man hinbekommen, ne? Und es ist... ja. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt aber. Jetzt ist es vorbei. Was, von Anfang an, oder was? Ja, komm, um den Part ein bisschen zu füllen, mache ich das Dingen jetzt mal nur mit Donkey.
Mal schauen, wie schwierig das wird. Ich gehe mal davon aus, das wird ziemlich hardcore. Diese K-Level sind immer eine gute Herausforderung, aber dann auch noch ohne Gefährten. Okay, das hat nicht ganz so gut geklappt. Und da bin ich fast zu kurz gesprungen. Oh Mann, ey. Ja. Wie rede ich mich da jetzt am besten raus? Glaub gar nicht. Ja, ich bleib aber dabei. Ich mach das jetzt nur mit Donkey. Soll ja auch ein bisschen schwierig sein. Ich meine, ich habe das Ding mit Diddy eben fast gefirst-tried. Wäre ich nicht so blöd gewesen und hätte da rumgehampelt. Also, let's go. Ja, jetzt bin ich natürlich nicht mehr full life. Aber das kann auch niemand erwarten. Bei diesen Dingen hier. Okay, wunderbar. Hier müsste man safe sein. Ja gut. Fast nicht, aber doch. Ich glaube, da wäre man safe gewesen. Hier auf dieser Plattform ist man auch kurz safe. Ja. Ich finde das immer gut. Kann man ein bisschen nachdenken, was man als nächstes macht. Ja, ihr merkt schon, ich bin jetzt etwas ruhiger, aber das muss man auch bei diesen Dingern hier sein. Sonst kann man sich ziemlich schnell verdrücken. Also nicht nur aus dem K-Level verdrücken, aber... Oh, das war knapp. Aber auch auf dem Controller. Was muss man denn da machen? Ja, ich glaube, ich nehme doch mal Dixie. Keine Ahnung, war das falsches Timing von mir? Oder war es einfach nur unlucky? Oder was war da los? Ich glaube, man musste einfach nur schnell durch. Ich hatte eigentlich angesetzt, das K-Level zu first tryen, aber ich glaube, das wird nix. Aber es ist auch nur so eine Ahnung. Oh, da kann man nicht stehen. Shit. Ja, komm ey, ich hab jetzt keinen Bock, das ohne Dixie zu machen. Ja, mit Dixie ist es absolut easy. Man kann halt einen Sprung versuchen und wenn man dann denkt, na...
Wahrscheinlich werde ich den nicht schaffen, dann fliegt man einfach wieder zurück oder überspringt eine komplette Plattform. Oder einen kompletten Gegner. Das wäre halt mit Donkey nicht möglich. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Bei dem Ding, kann man es überhaupt? Ich muss mir das nochmal hinterher in der Aufnahme anschauen. Ich weiß nicht, wie man das ohne Partner schaffen sollte. Aber jetzt haben wir es geschafft. Okay. Und wir sind schon 11 Minuten in der Aufnahme. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Cool. Alles klar, dann mal ganz schnell weiter zum Bosskampf. Ich denke, das wird ein etwas kürzerer Part, weil ich eigentlich einfach nur die Welt abschließen wollte. Angesetzt dafür waren 10 Minuten. Für jedes Level halt so 5 Minuten etwa. Daraus wurde aber nichts. Aber ich glaube, es ist auch besser so, dass ich versucht habe, mit Donkey da durchzukommen. Aber ich muss mir das halt wirklich gleich nochmal in der Aufnahme anschauen. Wie zur Hölle man da durchkommen soll. Alles klar. Was stiehlst du unsere Bananen? Ich meine, wir haben zwar schon so, keine Ahnung, 10.000 Bananen oder so eingesammelt, aber wir wollten die Staude haben. Macht auch so absolut keinen Sinn. Oh. Okay, einfach immer den Affen mit den Hämmern ausweichen. Das ist doch noch nicht alles, oder? Achso, ich dachte, die rollen gegeneinander. Aber anscheinend nicht. Es wäre cool, wenn man die... Ach so, der Affe... Nee, noch nicht. Ey, keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich bin gerade ein bisschen dumm. Wurde ich gerade nicht zweimal getroffen oder hat er einen Herz gedroppt, ohne dass ich es mitbekommen habe? Boah. Oh, was mache ich? Ja, komm, ey. Ja, Dixie ist zwar dabei draufgegangen, aber... Ja, Entschuldigung, wenn ich gerade... viel zu wenig rede, aber ich finde keine Worte für diesen Bosskampf. Das ist bisschen peinlich, dass ich den nicht so ganz hinbekomme. Okay, die droppen wahrscheinlich gleich wieder eine Melone und die muss ich dann benutzen, oder was? Ja, da hinten. Zack. Thank you.
Okay. Ich finde aber, die droppen viel zu viele Herzen. Ja, ich weiß, sagt der, der hier den Bosskampf fast verkackt. Aber der Bosskampf könnte halt echt schwierig sein. Ich glaube, ich muss den in der Mitte erwischen, ne? Bei den Hellen bringt das gar nichts. Ja. Okay, ich glaube, letztes Leben. Ey, komm schon, ne? Ja, ich bin blöd. Ich lasse mich von so einer Scheiße viel zu leicht überfordern. Obwohl er wahrscheinlich extrem easy ist. Komm. Let's go. Machen wir sie platt. Boah, ich bin so blöd, ne? Okay, der hat wieder ein Herz gedroppt. Alles klar. Okay. Ich dachte tatsächlich, man würde da Schaden nehmen, wenn man auf deren Kopf springt. Aber ich glaube, das war gerade in der Übergangsanimation, beziehungsweise Übergangsphase, gerade in die Rollanimation gehen wollte. Und ich habe Dixie verloren. Ich dachte, ich verliere sie nicht, weil ein Herz gedroppt wurde, aber ja, da habe ich mich anscheinend Das kann es nicht sein. Ach komm schon, was ist das denn für ein Müll? Ja, wenigstens habe ich das jetzt gut gemacht. Und das ein Herz. Hau ab. Und du auch. Ich kann besser rollen als ihr. Ich glaube, wenn die runterspringen... Ja, ich glaube, ich hätte denen dann noch ein Herz abzocken können, ne? Nein, was mache ich? Okay. Schön gelöst. Fast austricksen lassen. Aber macht ja nichts. Ja, ich glaube, ich muss immer von der einen zur anderen Seite rennen. Auch hinterher in der Phase. Nein, ah, okay, na, mehr hat's gedroppt. Sag ich doch, der Bosskampf könnte halt schön schwierig sein, aber die droppen zu viele Herzen, meiner Meinung nach. Alles klar, ich muss mich wahrscheinlich einfach nur auf den Dunklen konzentrieren. Ja. Die Geister sind, glaube ich, vollkommen egal. Okay, und so ist es. Während die da runterfallen, muss man... Ach komm schon.
Ich habe gerade den Homescreen aufgerufen, für alle, die sich wundern, was gerade passiert ist. Ja. Komplett verkackt den Bosskampf, aber ich denke mal, es hat trotzdem Spaß gemacht, so zu schauen. Und sehen wir uns das nächste Mal wieder in Welt 4. Im Level Playa del Kong. Bin gespannt. Bis dann und ciao.